Achtung! Aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten zwischen Dinslaken und Oberhaus und Stärkrade kommt es zu Beeinträchtigungen. Im betroffenen Streckenabschnitt staut sich zurzeit der Zugverkehr. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. Achtung! Ein defektes Stellwerk in Lampertheim beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Frankfurt am Main und Mannheim Hauptbahnhof. Die Züge im Streckenabschnitt verspäten sich in beiden Richtungen um voraussichtlich 15 Minuten. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. Achtung! Ein Notarteinsatz auf der Strecke Wiesbaden Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof zwischen Wiesbaden und Wiesbaden Ost. Es kommt zu großen Betriebsbeeinträchtigungen in beiden Richtungen im S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn. Achtung! Ein Notarteinsatz auf der Strecke beeinträchtigt den Bahnverkehr im Raum Wiesbaden Ost erheblich. Die Strecke ist gesperrt. Daher kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Beziehen sich Sie auch andere Verkehrsmittel mit ein, um an Ihr Reiseziel zu gelangen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges noch einmal. Die Streckensperrung dauert bis mindestens 10 Uhr an. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald uns weitere Informationen vorliegen. Letzte Aktualisierung 8.24 Uhr morgens. Achtung! Bauarbeiten auf der Strecke Fulda bis Hanau Hauptbahnhof zwischen Gelnhausen und Hanau Nordseite. Es kommt zu Verspätungen in beiden Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Achtung! Zug fährt mit verringerter Anzahl an Sitzplätzen. Der Zug fährt ohne Wagen 8. Reisende mit Reservierung bitte an das Zugpersonal wenden. Achtung! Mehrere Wagen fehlen. Hinweis: Nähere Informationen in Kürze. Achtung! Zug fährt mit anderem Fahrzeug. Der Zug fährt mit verringerter Anzahl an Sitzplätzen. Das Bordrestaurant und Bordbistro in Wagen 26. Die rollstuhlgerechte Einrichtung in Wagen 25. Achtung! Abweichungen bei den Sitzplatzreservierungen. Es werden neue Sitzplätze vergeben. Achtung! Die Ankunft verzögert sich um voraussichtlich 30 bis zu 40 Minuten. Grund dafür ist die Reparatur an der Strecke. Achtung! Heute mit zusätzlichen Halt in Hamburg-Harburg. Ein Wagen fehlt. Achtung! Die behindertengerechte Einrichtung fehlt. Heute kein gastronomisches Angebot. Das Universal-WC fehlt. Achtung! Erste und zweite Klasse fehlt. Achtung! Fuhr ab Chemnitz Hauptbahnhof gleichzeitig als Linie RE17. Heute keine rollstuhlgerechte Einrichtung, kein behindertengerechtes WC in einem oder mehreren Wagen. Achtung! Gleiswechsel! Heute auf Gleis 1A, geplant war Gleis 3. Achtung! Eine Reparatur an einer Weiche auf der Strecke München-Ost-Personenbahnhof PBF und München-Passing zwischen München-Hackerbrücke und München-Leim-Personenbahnhof. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen im S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn. Es kommt noch zu Folgeverspätungen und Teilausfällen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linien S2, S3 sowie S8 entfallen heute früh komplett. Der Grund dafür war eine Reparatur an einer Weiche bei München-Leim. Wir bitten um Entschuldigung. Heute ohne Halt in München, Langwied, München, Lochhausen, Gröbenzell, Olching, Esting, Gernlinden, Maisach und Malching, Oberbay. Gleis 1, bitte beachten Sie, S8 nach Germering unter Pfaffenhofen. Fahrt fällt aus, Grund dafür war die Reparatur an der Weiche. Gleis 1, bitte beachten Sie, S7 nach Wolfratshausen. Fällt heute aus, heute ohne Halt in Buchenhain, Bayerbrunn, Hohenschaftlern, Ebenhausen, Schäfflern und Icking. Grund dafür war die Reparatur an der Weiche. Gleis 2, S3 nach Deisenhofen fällt heute aus. Gleis 1, S8 nach Herrsching fällt heute aus. Heute ohne Halt in Harthaus, Germering, Unterpfaffenhofen, Geißenbrunn, Glisching, Aglesried, Neuglisching, Wesling, Oberbay, Steinebach und Seefeld-Heschendorf.
Grund dafür war die Reparatur an der Weiche. Gleich zu, bitte beachten Sie, S4 nach Zorneding fällt heute aus. Heute ohne Halt in Vaterstetten und Baltham. Hinweis, in Freilassing finden Grenzkontrollen statt. Bitte halten Sie Ihren Reisepass oder Personalausweis bereit.